Schieß, was geht? Heute gibt es eine weitere Folge der Weekend League und ich habe heute wieder ein ganz besonderes Trikot an und zwar Portugal Nummer 7, aber nicht irgendeins, nicht Cristiano Ronaldo, wie vielleicht einige von euch denken werden, sondern ich habe die Legende Luis Figo am Start hier von Belgien und Holland, ne, von der Europameisterschaft. Da das eine neue Weekend League ist, habe ich natürlich wieder neue Teams und ein bisschen, beziehungsweise was ist neue Teams? Ich habe ein bisschen umgebaut. Wir haben hier nämlich Eden Hazard auf dem linken Flügel als Neuzugang. Er setzt Mkhitaryan auf dieser Position, dann Alexis Sanchez im Sturm, Sadio Mané auf rechts, im Mittelfeld Kanté, Agüero und Eriksen. Dazu der neuere 85er Alonso, Reed, David Luiz und Coleman im Tor, De Gea auf der Bank, Salah und eben Mkhitaryan. In der Schicht 2, das ist mein Serie A-Squad, da haben wir Insigne, da haben wir Alejandro Gomez und da haben wir Cuadrado vorne. Dazu Nainggolan, Mertens und Parolo im Mittelfeld. In der Abwehr haben wir Alexandro, Koulibaly, Manolas, Dani Alves, Toti und Szczęsny, der so ein bisschen ist wie Butland, aber halt noch ein bisschen besser sogar. Ja, und dazu haben wir noch auf der Bank Casemiro und Salah, Mohamed Salah. Zack, wir haben hier die erste Partie gegen FCH, wir sind in der 11. Minute, Mertens kommt hier über außen, Mertens spielt den Ball rein zu Alejandro Gomez auf Nainggolan, was macht Nainggolan, spielt den Ball zurück auf Mertens und Mertens eiskalt, Gomez, eiskalt in die lange Ecke, Papu Gomez, dann 22. Minute. Nainggolan bekommt den Ball hier, spielt ihn auf Mertens, der bleibt hängen, doch Parolo kann hier den Ball zurückgewinnen. Alejandro Gomez mit dem direkten Abschluss. Ich bin ganz ehrlich, den wollte ich flach schießen, aber der hat einfach abgezogen und dann, ja. Dann geht er halt auch mal einen Winkel, auch kein Problem. Da kann ich mit leben. 44. Minute, es steht 2:0. Ich dribbel hier so ein bisschen mit Cuadrado, mach hier nochmal den Trick. Cuadrado, was macht Cuadrado? Anhalten, Gomez auf Insigne und ja, man nennt mich auch den Mann, der den Ball ins Tor passt, weil ihr seht, das mache ich manchmal ganz gerne. Manchmal ärgere ich mich selber ein bisschen darüber, dass ich zu viel passe. Aber in dem Fall, ja, ihr seht, der Gegner hat auf jeden Fall gesagt, ey, das reicht, das ist zu viel. Damit erster Sieg, zweites Spiel, 20. Minute gegen Froh sein. David Luiz macht mich froh, denn der Schiri gibt hier Elfmeter, weil er gefoult wird. Das müsste Dani Alves sein von meinem Gegner. Ja. Agüero tritt an und Agüero eiskalt links unten rein. Sergio Agüero, 21. Minute, 11 Meter. Ja, dann Agüero auf Eden Hazard gegen Koulibaly im Duell. Macht hier den Trick, spielt den Ball zu Agüero nochmal rüber. Ich sag ja, ich passe den Ball ins Tor und Mané muss dann auch wirklich nur noch reinpassen. So läuft das. Ja, Sadio Mané. Dann, wir sind jetzt hier in der 65. Minute, immer noch dasselbe Spiel. Agüero auf Eden Hazard, eiskalt. Wenn Eden Hazard in so einer Position ist, sagt dieser Typ, der ist heftig. Dieser 94er Hazard, der ist einfach heftig. Seht ihr auch hier, Hazard gegen Chiellini, rennt einfach an ihm vorbei. Was macht er eiskalt? Ballrolle und dann reingeschoben in die kurze Ecke am Keeper vorbei. Kann man mal so machen. Und er macht es auch echt in einer wahren Stürmermanie. Dadurch der nächste Sieg, zweiter Sieg. Dann gegen dieses Team hier. Ihr seht Ibrahimovic, ihr seht Suarez. Aber ihr seht auch Gomez, wie er hier das 1:0 schießt in der 4. Minute gegen den FFC. Parolo hat hier echt ein gutes Dribbling vorher gemacht und dann den Gegner aussteigen lassen. Wunderschön aufgelegt auf Alejandro Gomez und da ist das 1:0. Doch dann Suarez, ja, aber kann hier nochmal gestoppt werden, aber was passiert dann? Warum nimmt er den Ball nicht an, Dani Alves? Und dann Ibrahimovic, ja gut, wenn Ibrahimovic dann einen Ball kommt, dann ist der Ball halt drin. Ne? Da kann man dann auch nichts mehr machen. Leider. Naja, es gibt auf jeden Fall hier eine Ecke in der 14. Minute. Mertens machte den Heel-to-Heel-Chop. Insigne versucht's. Und Mertens versucht mit Fallrückzieher, aber es wird zur Vorlage. Es wird zur Vorlage für Dries Mertens. Es war anscheinend dann doch Insigne, der den Fallrückzieher angesetzt hat. Die sehen alle gleich aus. Insigne, Mertens und Alejandro Gomez. Alle so klein und dunkle Haare und keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Cuadrado spielt den Ball rein. Und diesmal ist es Alejandro Gomez, der hier das Tor schießt. Damit 1:3. Ja, dann Gomez rennt hier frei auf den Torwart zu und Gomez schiebt den eiskalt rein. Eiskalt, Alejandro Gomez. 4:1 gegen Frank FC. Ja, kann man mal so mitnehmen, ne? Dann nächstes Spiel gegen PCF. Alonso spielt den Ball zu Nainggolan. Ah ne, sorry, ist mein Gegner. Kanté Sanchez.
Sanchez hat hier den Ball, Alexis Sanchez spielt den Ball weiter, aber bleibt dann doch hängen. Alexis Sanchez mit dem Tor mit links, mit seinem 3-Sterne linken Fuß in die lange Ecke. 1-0, 43. Minute. Weiter geht's. Mein Gegner bleibt hier bei der Ecke aber hängen. Also, das konnte ich nochmal gut verteidigen. Dann Sadio Mané stürmt hier über außen, spielt den Ball zu Sanchez und eiskalt drin vor dem Tor. Muss nur noch einen Fuß hinhalten, das ist natürlich dann easy. Das ist eine einfache Aufgabe für den Herrn aus Chile. 51. Minute, nächste Gelegenheit, aber der Keeper kann hier retten von meinem Gegner. Dann geht's weiter, Nainggolan treibt den Ball nach vorne. Gegen Reed. Reed grätscht am Ball vorbei. Higuain bekommt den Ball. David Luiz. Aber der Keeper kann den Schuss von Higuain parieren. Dann Alexandro hat hier den Ball. Bruh. Alexandro versucht es einfach mal. Und was ist das bitte für ein Tor? Warum? Wie komisch ist der denn abgefälscht? Da kann man auch nichts mehr machen. Also das ist wirklich, was soll ich da machen? Es war nicht mal eine gefährliche Schussposition. Naja, auf jeden Fall Agüero kommt hier durch, kann sich hier durchsetzen, aber bleibt dann am Keeper hängen. Doch, der Nachschuss. Und der Nachschuss ist drin durch Alexis Sanchez. Wieder durch den Chilenen. In der 67. Minute. Damit 1-3. Higuain hat hier die nächste Gelegenheit. Higuain hält den Ball im Mann, spielt den Ball rein und da ist das nächste Tor. Ja, da ist das nächste Tor. 2-3. Mein Gegner hat natürlich hier nochmal Hoffnung und denkt jetzt, er könne mit seinem Team noch was reißen, aber das war die letzte Chance von Alejandro Gomez an dieser Stelle von meinem Gegner. Und dadurch der 4. Sieg in Folge. So, nächstes Spiel gegen Chelsea. Beziehungsweise BVB, und der hat den Elfer und der Balotelli, der macht den hier eiskalt rein. Das, ja, passiert, ne? Passiert. Alves spielt ja auf Cuadrado. Cuadrado macht hier den Skill, aber bleibt dann doch hängen. Bleibt er stehen und jetzt Achtung. Achtung, ole, was ist das für ein Trick? Cuadrado auf Alves, Dani Alves schießt und Dani Alves trifft. Aber diese Vorlage von Cuadrado, was war das denn bitte? Was hat er da gemacht? Einfach mal so zack, zack, über den Kopf drüber. Ja, so spiele ich, meine Freunde, so spiele ich FIFA. Die nächste Chance, habt ihr gesehen, wurde leider vereitelt. Mein Gegner ist wieder im Angriff hier über Di Maria auf Balotelli. Balotelli, und warum geht der denn einfach rein? Einfach so, zack. Einfach geht er rein. Guckt euch das an, ey. Wahnsinn. Ja, dann nächste Gelegenheit hier, Balotelli an die Latte. Ja, es steht 1-2, wir sind in der 87. Minute. Ben Arfa hat hier den Ball, spielt ihn zu Balotelli, kann dem Tackling entkommen. Er spielt den Ball rein auf den eingewechselten Gueye, kann sich hier durchsetzen und Gueye macht hier das 1-3 aus meiner Sicht. Das ist unglücklich. Das ist natürlich unglücklich gelaufen, weil ich gerade noch die Chance hatte. Aber, ja, muss man mit leben. Niederlage. Nächste Partie gegen hier Messi und Suarez und Co. Ne? Dann Alejandro Gomez spielt den Ball zu Mertens. Dries Mertens zurück zu Alexandro und der Keeper kann diesen Ball parieren. Mertens bei der Ecke hier dribbelt sich hier an der Linie durch. Mertens macht hier zickzack, spielt den Ball rein und es ist Insigne, es ist Parolo und Parolo versucht es, bleibt hängen. Mertens bekommt den Ball, Parolo... Das ist hier so ein komisches Ping-Pong-Spiel, aber Parolo nochmal und Parolo mit links in die lange Ecke gibt hier dem Keeper einen Uppercut. Auch wenn das leider nicht geht, das wäre witzig, wenn es bei Jubeln, wenn die Faust hochmacht, wenn die wirklich so richtig, also wenn das realistisch wäre und die denen dann wirklich so eine Faust geben würde. Fände ich lustig, persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, 37. Minute. Mein Gegner im Angriff über Renato Sanchez. Robert Lewandowski hält den Ball an, spielt den Ball zurück zu Sanchez. Und da ist leider ein bisschen zu viel Platz und Ibrahimovic muss hier nur noch einschieben. Im Schalke-Trikot, auch etwas ungewohnt, aber hey. Nainggolan spielt zu Marco Parolo auf Alejandro Gomez. Was macht Alejandro Gomez? Dribbelt hier so ein bisschen, zack, zack. Mertens bekommt den Ball, Mertens spielt zurück zu Alejandro Gomez und Alejandro Gomez mit dem 2-1 für den FC Schisch. Ja, das war ein sehr, sehr wichtiges Tor, direkt vor der Halbzeit. Ihr kennt das ist immer unglücklich für den Gegner oder beziehungsweise für denjenigen, der das Tor kassiert. Und es ist immer eine Freude, dann ja das Tor zu machen. Dann direkt nach der Halbzeit, Anstoß und Mertens hat hier im Strafraum den Ball und Mertens macht hier auch das 3-1. Also im Endeffekt 2 Tore in der 45. Das war dann zu viel für meinen Gegner und er hat gequittet. Nächste Partie.
Nächste Partie gegen AFC, Arsenal FC, sieht zumindest so aus. Schöner, hoher Ball auf Alexis Sanchez mit dem 1:0 in der 26. Minute. Dann 63. Minute, N'Golo Kanté auf Sadio Mané. Mané ist frei durch, macht Mané ihn rein. Flach, lange Ecke mit Wumms dahinter. Kann man mal so abschließen. Der Keeper hat natürlich überhaupt keine Chance. Da versucht er irgendwie mit dem Fuß, aber da gegen so ein Geschoss, da kannst du nichts machen. Dan Eriksen bekommt hier den Ball zentral vor dem Strafraum. Rennt hier einfach mal durch die komplette Abwehr durch. Spielt den Ball zu Sadio Mané, der spielt aber rüber zu Eden Hazard. Und Eden Hazard macht hier in der 68. Minute den nächsten Treffer. Und das ist dann natürlich auch der 6. Sieg. Nächstes Spiel gegen Hamburger. Frage ist, verkauft er auch Cheeseburger? Wenn nein, dann wird er hier eine Packung kassieren. Denn es gibt hier auf jeden Fall schon mal einen ersten Elfmeter, nachdem De Gea hier irgendwas nicht Jugendfreies praktiziert. Mertens schießt den Ball nach links und Mertens trifft 18. bzw. 19. Minute durch den Elfmeter. Dann Manolas kann hier hinten den Ball gewinnen. Der Ball kommt zu Cuadrado, der spielt ihn mit einem Hacke weiter. Zack, zack. Wunderschöner Ball von Parolo auf Alejandro Gomez. Alejandro Gomez rennt frei aufs Tor zu, versucht sie in die lange Ecke, schießt nur genau den Keeper an, aber bekommt dann den Nachschuss. Und dadurch steht es hier 2:0 in der 25. Minute. Dann 47. Wunderschöne Grätsche von Koulibaly. Nainggolan spielt den Ball direkt weiter zu Cuadrado. Nainggolan zurück. Parolo zu Alejandro Gomez. Alejandro Gomez denkt sich, ich mach alleine. Es ist das 3:0 durch die Nummer 10 vom FC Schisch. Mit Vollspann, pam, in die kurze Ecke, 49. Minute, 68. Minute, Freistoß, Mertens, was war das für ein Freistoß mit Vollspann in den Winkel oben links rein? Das sind so Tore, die macht man eigentlich auch nur, wenn man 3:0 führt, leider. Also das sonst passiert das eigentlich selten, aber in dem Fall hat es geklappt. Nächstes Spiel gegen LRP, Messi, und es ist dann Vidal, der hier das 1:0 erzielt. Nächste Aktion, Messi bekommt hier den Ball, Lionel Messi aus der Distanz, mein Keeper kann halten, dann wieder Vidal dribbelt sich hier durch alle durch, aber schießt dann in die Wolken, dann Eriksen spielt den Ball zu Agüero und es ist Agüero mit dem Treffer, 1:1 Ausgleich, dann 54. Minute, Neymar, aber mein Keeper kann hier parieren, De Gea gut aufgepasst, Kollege. Nächste Aktion, nächster Schuss, der geht wieder daneben. Dann wieder Messi über außen. Messi spielt mal rein und den macht Neymar natürlich rein. Unglücklich 2:1. Dann, ja, sind wir jetzt ja auch schon in der letzten Minute. Der Schuss von Luka Modric und der sitzt auch einfach. GG ist dann die nächste Niederlage. 2:7. So lala. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Like da, drückt auf die Glocke, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne. GG.